um zu gucken, ob die jetzt funktioniert wieder oder immer noch so ab und zu mal. Wow. Und was mir auch noch aufgefallen ist, man hat gute Frames auf jeden Fall, also ich jedenfalls. Ich habe 28. Okay. Wie viel hast du sonst bei Kyoto? 8 weniger. Haha. Okay. Hast du Sichtweite noch ganz hochgeballert vielleicht oder so? Ja, ich weiß es ganz so. Also ist auf jeden Fall gut spielbar. Am Anfang ruckelt es bei mir immer nur, wenn ich einmal in die Stadt halt reinfahre, wegen den ganzen Texturenkram. Die Bäume hier auch, ne? Also hier kann man sich auch mega gut. Was ich vorhin auch gemacht habe, war auch ziemlich lustig. Ich lag hier irgendwie. Ich wollte so machen, bin hier drunter gewesen. Und hab aufgelegt und hab irgendwie oben auf dem Ding aufgelegt. Hier. Ja, okay, kann man auch mal machen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ein Feature. Ja, es gibt keine Bugs, es gibt nur Features. Jetzt haben wir die Runde ja gar kein Fahrzeug geholt. So, ich hoffe, wir kommen dann gleich irgendwie auf dem anderen Server halt drauf. Und ich bekomme keinen End of the Game Bonus. Weil ich einfach keinen gesehen habe und keinen gekillt habe. Weil ich frage mich, wo die ganze Zeit die Gegner sehen. Naja, das ist halt. Die campen die halt da vorne ab. Ah, CW Locke, moin. Genau, dich wollte ich eigentlich auch anschreiben bei Steam. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, den Mod hier. Ey, da kommen wieder angefahren welche, Medo. Beziehungsweise, ich werde mich mal hinhocken, glaube ich. Siehst du da hinten? Ja, ich sehe ihn. Warte aber noch mit. Achso, du siehst ihn nicht. Ja. Kannst eh noch nicht feuern, ne? Ey, die biegen ab. Verdammt. Da kommt aber noch ein LKW dahinter. Oh, ich hab den voll überfahren. Na und du spielst ja auch ab und zu mal King of the Hill, ne? Lieber CW-Locke. Und lad dir einfach mal den Mod runter. Oh, da ist einer auf der Straße. Ach, da muss man sich Mod runterladen. Ja, sind circa 2 GB. Und ist aber mega cool, lohnt sich auf jeden Fall. Ne? Weil es, wie gesagt, auch die Version von Zamatra. Und ansonsten gib mal in den Stream-Chat, lieber CW-Locke, einfach Ausrufezeichen, weiß ich, wie haben wir es genannt? Samatra? Nee, ich weiß es jetzt gar nicht. Bämmchen, wie haben wir es genannt? Ne, du machst es bestimmt gleich für mich einmal. Da findest du auch ein Tutorial von mir und da auch den Download-Link halt für den Mod und so. Ne, und es ist halt eine Original-Samatra-Version halt auch. Also hier, Moment, ich kann euch auch nochmal auf der Map. Hier ist ja, ich habe halt. Muss ich das auch irgendwo einfügen oder? Nö, alles easy. Ich hab zum Beispiel, Bömmchen müsste hier im Teamspeak einen Link für dich gepostet haben. Ich habe ein Tutorial dafür gemacht. Ganz easy. Atombombe? Ja, genau. Ja, ich habe so ein Link. Da einfach mal raufklicken. Ich habe da halt ein kurzes Video gemacht, dauert 5 Minuten das Video. Also easy, einfach nur den Launcher halt runterladen, kurz starten, dann Filter eingeben und dann. Zack, Motor nun. Oder du suchst den Mod halt direkt in der Steam-Community, das geht halt auch, aber so ist einfacher. Ah, okay, CW-Lock ist am Handy, alles klar. Ne, zur Not gebe ich dir einfach mal den Link, ich poste den einfach mal bei Steam, lieber CW-Lock. Hab den hier schon, ich spreche mit ihm mal ein. So geil, don't have a pistol. Also man fängt ja von Level 1 aus an, ne? Ja. Ja. Also ich bin 24. Also, du kennst mich ja. Moin. Ja, aber man levelt hier auch schnell. Also, jetzt am Ende, gleich, wenn wir die Runde vorbei haben, solltest du auch ein paar, noch ein, zwei Level aufsteigen. Ich Auch wenn du nur hoffe. hier drin stehst, weil. Und ich bin auf dem 7. abgerutscht. Oh Mann, ich bin so schlecht. Aber die kommen hier einfach nicht mehr. Wo sind denn die ganzen? Da ist er. In Unterhose. Ja, hast du auch gesehen? Ja. Wow. Und, der. Der Typ ist auch geil, Alter. Hast du gehört? Man kann geben, wer kann. Ich habe leider auch keine tatsächlich, sonst würde ich ihm mir geben. Yeah, einmal 180 Grad Drehung. 360 Grad. Oh. Down. Wir haben uns geaddet. Ich weiß, lieber. Löckchen. Ich nenne dich jetzt mal Löckchen. Nicht falsch verstehen. Oh, links jetzt, ne? Kann das sein?
Zwischen den Bäumen hinten. Wo? Tot. Das wäre echt ein Gesehen. Ich habe auch hier das Gefühl auf. Also im Osten hier, ne, habe ich auch das Gefühl, dass hier was ist. Weiß nicht, wo die Schüsse gerade herkommen. Wie gleich einfach alle angreifen, weißt du? Irgendwo recht nahe. Ja, die haben gerade einen erschossen. Ja, ich hab dich geedit eigentlich, lieber Locke. Zur Not, ich schick's dir ja zur Not bei Steam. Bei Twitch per PN. Kann ich auch machen. Musst du sagen. Leg mich jetzt mal hier an den Rauch. Okay, Loot. Spiel einen auf No-Scopes. Sniper. Achso, okay. Guck mal, er hat jetzt eine Gun gefunden. Jetzt kann er glücklich sein. Ja, wir können unten ein bisschen den Stein noch kurz Wache schieben, ne? Ja. Halb im Rauch drin. Ja. So will ich das doch haben. Zitterndes Visier werden liegen mit aufgelegt. Wo bist du denn? Ach, da unten. Du bist voll weit weg, ich weiß gar nicht, warum ich von dir weggerannt bin. Also, wir haben uns auf jeden Fall eigentlich bei Steam auch. Was bin ich mir eigentlich sicher? Locke. Lückchen. So. Ja, auf jeden Fall, es gibt halt schon ein paar coole Fahrzeuge und sowas, halt wirklich so Zweiter Weltkrieg mäßig. Ne? So, boah, ich lieg ja richtig im Boden. Mit der Glitcher oder was? Stimmt, ja. Ich gehe jetzt echt auf die drauf. Wie hast du dich denn da so reingeglitscht? Meiner liegt sich nur oben, ich fühle mich schwer. Ist klar. Hast du gesehen? Guck mal. Minus. Du liegst voll in der Luft. Ja, ja. Aber also, wenn du dich so ein bisschen bewegst, dann streckt sich die Kleidung auch noch ein alles bisschen. Alles beabsichtigt. Ach, und Chaos End ist auch am Start. Hallo. So. Warte. Mach mal jemand. Ich will. Ich. Lass uns ein bisschen zurückkriechen, ne, weil du bist aus der Sonne gerade rausgegangen. Ich glaube, hier sollten wir wieder zurückgehen, lieber. Weil dann kriegst du sonst halt nicht den Objective-Bonus, weißt du, ganz halt. Alter! Wo ist der Terror-Truck? Hol ihn mir. Alter! Die alle gleich auf ihn schießen, weißt du, so. Keiner will den Terror-Truck. Und ansonsten halt, wie gesagt, Locke, das den Mod installieren ist easy halt, also wie gesagt, man muss halt nur runterladen, ne? Das dauert halt je nach Leitung halt. Ansonsten ist alles easy. Also wenn du nachher mal ein Tutorial gehst, bist du in 2 Minuten hast du das halt durch und dann musst du halt nur warten, bis downgeloadet ist. So. Ja, wir führen hart. Ich habe schon lange keinen mehr erschossen. Was machst du denn da wieder für Bewegung? Achso, das ist nur das Hexagon, was so komisch wackelt. Kann ich mir. Ja. Ich mach wieder den Flying Soldier, oder? Geht das auch hier? Ja. Manchmal geht's, manchmal. Huch! Ja, ist klar. Guck mal. Den Flugabwehr. Also, hier, wie man hier anecken kann, das ist ziemlich lustig. So, hier ist aber noch so. Ich setz mich unter den Stein. Ja. Ich setz mich drunter, du oben drauf. Da. Sehe ich auch drauf gelegt. War mega behindert aus, ja, aber. Voll unauffällig vor allen Dingen, weißt du, eigentlich. Huch. Voll der Lappenzaun. Da kommt was, da kommt echt? Was. Stimmt. Nein, ich komm nicht drauf. Oh, die biegen auch immer so früh ab, ey. Müssen wir die alle hinfahren.
Oder, nee, ist ein eigener. Und aus der Entfernung habe ich vorhin einfach mal aus dem Spawn spaßhalber raufgeschossen, weißt du, und hab ihn voll erwischt. Nur durch Zufall, so wollte ich eigentlich gar nicht, weißt du, der kam gerade wieder angefahren mit seinem LKW. Und ich dachte mal, ich probiere einfach mal, ich dachte, der wäre schon das selbst, aber dabei war er noch draußen. Und das hat fast gar keinen Bullet, also hier kein Bullet runterfallen, weißt du, also du weißt schon, ich werde den Namen gerade nicht ein. So. Ah, ich lieg da drin. Ja, wir brauchen schnellstmöglich eine Waffe für dich. Ja. Ist das was, oder was? Oh ja! Nein, einfach so. Oh, ne, wenn ich auflege, dann habe ich hier ein Ding. Ja, ich habe hier gerade, kann hier ziemlich gut rüber gucken. Da vorne, wo wir hinter dem Baum standen, also habe ich genau dir ein Handy gegeben. Ziemlich lustig. Weil du hast dann so dich mit Q und E, weißt du, so vorgebeugt, ja, und ja, direkt in meinen Schuss rein, so. Ah ja, hier geht's. Und hier geht's auch easy. Bist du überhaupt, ja, bist noch dran. Guck mal, die haben rechtzeitig das Fahrzeug, haben die von uns, haben die halt das gestoppt halt, die Leute. Siehst du auch noch auf der Karte. Huch. Im Ernst? Nicht wirklich, oder? Ist das denn Ernst? 4 Punkte. Ja, ne? Boah, nee. Ist klar, da hätten wir ja noch kurz mal warten können. So, wir gucken mal nebenbei, was auf dem Server. Also ihr seht, wenn ihr im Serverbrowser halt dann was eingegeben habt, dann sind das hier diese Server mit 1944 King of the Hill. Und ja, was gucken wir mal. Wird wahrscheinlich, du darfst suchen. Hier Russland 1, aber... bei den anderen kommen wir, glaube ich, nicht rauf. Obwohl, hier bei EU5 können... Nee, doch nicht. Ja, Russland. Joa. Wollen wir da mal rauf, oder was? Können wir machen. Okay, schauen wir mal. Aber da ist bestimmt der Ping... des Todes wahrscheinlich. Das ist halt Russland, ich weiß nicht, wie gut die Server sind. Da müssen wir halt kurz warten, bis die halt die Version installiert haben, sozusagen, die anderen. So, wir gehen natürlich in Rot rein, ist klar. Weil am Anfang müssen wir ein bisschen leveln. Sieht so aus, ich kriege hier eine neue Missionsdatei. Also vielleicht haben die ja sogar schon geupdatet. Also hier müsste tatsächlich auch der Original drauf sein, wo eigentlich immer Samatron so eigentlich oft einmal drauf war. Okay. Die Russland 1 Server. Weil der ist ja selber von. Also ist ja selber Russe. Dum. Ja, und die Polen heißt. Die Polen. Die Map heißt Polen-Stadtsnaff oder so. So, ich bin drauf. Du bist wahrscheinlich noch nicht da, ne? Nein, noch nicht. So, dann die Sichtweite. Settings. Ich weiß nicht, ob hier die Rüstung tatsächlich auch unterschiedliche Panzerwerte halt haben, weil ich laufe die ganze Zeit als General rum und ist eigentlich total dumm wahrscheinlich. Aber ja gut, so bin ich halt immer. Oh, hier fliegt sogar schon ein Flugzeug rum. Ja, aber ein freundliches sozusagen. Hier einer unserer Kameraden. Was? Das Flugzeug. Ja. Der russischen Kameraden hier gerade. Das ist so ein Mix aus Russen und Amerikanern, habe ich gemerkt, weil die Fahrzeuge sind teilweise amerikanisch und das Outfit ist total russisch, ne? So, bist du jetzt schon drauf? Noch nicht wahrscheinlich? Nee. Okay. Arma 3 hat's aufgehangen. Echt? Ey. Muss manchmal dauert es ein bisschen länger. So, ich nehme mal den. Nein, es hat sich komplett aufgehangen. Echt? Okay. Ich nehme mal den Assault, glaube ich, wieder, weil das, glaube ich, sinnvoll ist. Jetzt so eine vorne so eine Brustschutzplatte. Gut, du versuchst einfach mal kurz raufzukommen. Wir machen mal ganz kurz eine Streampause. Nicht wundern. Also, ich mute mich mal kurz und bin einmal kurz auf.